Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV um 10:30 Uhr hier am Donnerstag, 13.08. Wir wollen heute den DAX jetzt mal in einer gewissen Harmony-Beschau vorstellen. Normalerweise posten wir dies als größerer Artikel, doch aufgrund des Intraday-Charakters wollen wir das heute direkt mal vornehmen. Gegebenenfalls schieben wir das morgen nochmal nach als ausführlichen Track, denn wir sehen hier zunächst einmal das Gartley-Pattern. Also hier eine Formation anhand von Fibonacci Extensions und Retracement Levels, die sich hier in einer ja, gewissen geometrischen Symmetrie jedes Mal darstellen. Und genau dieses hatten wir ja gestern auch schon im Tageschart eingezeichnet. Also, hoppala. Also hier speziell diese Version hier. Vor dem Hintergrund, dass es hier im Bereich 10.900 und ein Stück weit tiefer unter Umständen tatsächlich zu einem Muster kommen kann, dieser Art. Ich erwähnte da auch schon, dass es sich hier um einen Gartley-Pattern handeln kann. Und dieses Pattern wollen wir uns jetzt mal ein Stück weit genauer kurz anschauen. Denn zum einen hat der DAX natürlich heute schon einen Erholungsimpuls gestartet, aber es könnte durchaus noch ein Stück weit tiefer gehen. Denn von den Harmonie-Pattern ausgehend ist das hier der Startpunkt vom 8.7. und das ist das X-Level. Und bei dem Gartley-Pattern ist es wichtig, dass hier dieses Niveau nicht unterschritten wird. Das ist der Startpunkt. Es gibt Ausdehnungsmuster, Butterfly und Grab und dergleichen, die dann über das X hinausschießen. Aber hier bei dem Gartley-Pattern und auch eine Abwandlung Bat, also hier die Fledermaus, da ist es so, dass sich hier das Ganze innerhalb von XA, diesem ersten Bewegungsimpuls, vollzieht. Gut, was auch noch interessant ist, ist hier praktisch die Symbiose, die wir hier gerade sehen im Sinne des ABCD-Musters. Das ist diese Geschichte hier. Dieses Level ist nämlich hier in gleicher Länge und das war so ein gewisser Ausgangspunkt vom gestrigen Tag. Ich zeichne das mal auf. So. Jetzt muss ich nur das Richtige erwischen. So. Dieses Level. Wir kopieren das mal. Und legen das dann jetzt mal hier an den Hochpunkt. Und da wurde gestern praktisch hier genau diese Symbiose erreicht. Also hier praktisch vom Erholungs, dem, dieser Bewegungsimpuls A, B, C, D ist praktisch gleich. Also hier genau diese gleiche Abwandlung. Sie sehen hier, dieser erste Bewegungsimpuls kreuzte sich hier mit dem gestrigen Tief. Das war per se schon mal eine spekulative Einstiegschance. Aber wir wollen uns das jetzt mal ein bisschen konkreter anschauen und dazu gehe ich mal hier in ein anderes Chart-Tool, hier speziell dem Teletrader. Sehen wir hier den DAX auf Tagesbasis. Auch hier lässt sich das Muster erkennen, wenngleich wir es hier nicht mit der JFD-Indikation zu tun haben, sondern mit dem Xetra-DAX. Spielt aber gar keine Rolle, weil die Muster sind hier identisch sozusagen. Wir gehen mal auf den Stundenchart und da sehen wir das Ganze ein Stück weit aufgebröselt. Und da haben wir hier praktisch nochmal diese Konstellation. Wir beginnen mal hier mit dem grundsätzlichen Pattern. Tief, Local High, Local Low, also praktisch XA, jetzt sind wir bei B, C und hier ist der finale Punkt D irgendwo, der kann auch jetzt schon gefunden sein und damit haben wir das Harmony-Pattern hier schon mal skizziert. Machen wir das Ganze noch ein Stück weit komplexer hier durch die Fibonacci-Levels. Moment, das muss ich mal drehen. Und zwar hatten wir gesehen im Beispiel, dass hier 78,6 relevant ist. Hier sind wir bei 61,8 im ersten Rücklauf. XA 61,8 vortrefflich. XA 78,6 wäre ein Punkt D, ein möglicher Punkt D zur Ausbildung. Und genau dieses Level schauen wir uns jetzt mal an. 61,8 getroffen. 78,6 müssten wir uns jetzt praktisch hier nochmal erarbeiten. Was aber kein Problem ist, denn das können wir natürlich hier flugs einstellen. Wenn er jetzt will, 78,6 Benutzer definiert werden und dann taucht das Ganze nämlich auf. So, da haben wir genau diesen Punkt, der gestern nahezu exakt touchiert wurde. Das Ganze muss ich natürlich noch ein Stück weit verbinden lassen mit dem 161er Fibonacci Level von BC. Ich zeige Ihnen das auch nochmal gleich. Machen wir hier und 114,6 in dem Fall. So, da haben wir das Paket im Prinzip. Was hier diese Gartley-Formation, diese bullische Umkehrformation rechtfertigt. Das heißt, der DAX kann hier nach einem weiteren Tief, was ich nicht ausschließen will,
durchaus einen Bewegungsmove nach oben hin starten. Diese Möglichkeit würde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen, gerade dann, wenn wir hier nochmals Tiefs ausbilden, die Stimmung praktisch dann in dem Zusammenhang noch dermaßen schlecht ist oder weiter schlecht ist, sodass dann jeder sich aus dem DAX retten will, dann passiert genau die Überraschung hier oberhalb von 10.650 Punkten, hier diesem Tief vom 8.7. Dann kann es hier zu einer spekulativen Harmony-Umkehr kommen, die dann hier Potenzial nach oben entfaltet. Von diesem Punkt D ausgehend kann man dann die Fibonacci-Levels nach Retracement-Art wieder nach oben ziehen. Also wir gehen jetzt mal pauschal von diesem Anlauf auf. Dann nimmt man hier diesen Punkt 3. In dem Fall ist es hier das C-Level oder den Punkt 1. Und hat dann praktisch hier die Fibonacci-Levels auf der Oberseite, die dann hier möglichen Zielzonen dienen. Im Ideal wird das Pattern nach oben komplett aufgelöst. Das heißt, dass es hier dann sogar Preise über 10.800 Punkten geben dürfte, wenn sich das Pattern voll entfaltet. Jetzt sind Sie wahrscheinlich ein bisschen von den ganzen Zahlen hin und her gerissen, ist aber gar kein Problem. Worauf es jetzt hier letztlich ankommt, ist die Tatsache, dass der DAX jetzt hier mit dem gestrigen Ausverkauf durchaus schon sein Tief gefunden haben kann, was im Umkehrschluss jetzt schon eine Erholungsbewegung nach oben einleitet, beziehungsweise einleiten könnte. Hier erste Ziele 11,2, Ziele 11,4, im Ausdehnungsfall wie gesagt 11,8, aber mir scheint es so, als wären wir hier noch nicht fertig. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze sich hier noch ein Stück weit nach unten fortsetzt, wenngleich wir hier das 78er Level dann ein Stück weit unterschreiten. Aber wie wir hier anhand des Bildes sehen, ist die Kreuzung von 161,878 oder 113/114,6 sozusagen der Spielraum, den man diesem Pattern hier erlaubt, um sozusagen zur Vortrefflichkeit oder Umkehr zu gelangen. Und insofern ist einfach mal, auch wenn man mit Pauschalitäten aufpassen muss, aber die grobe Zone, in der wir uns jetzt reinbewegen, ich gehe nochmal ein Timeframe höher, da haben wir ein bisschen mehr Spielraum auf der Seite. So, die grobe Zone eines möglichen Entries hier praktisch zu finden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der DAX nochmal einen Swing nach unten macht, sozusagen nach der heutigen Auftaktserholung. Der ein oder andere Bulle jetzt schon wieder euphorisch nach dem Motto, es kommt eine Umkehr, aber Fehlanzeige, es kommt nochmal ein Spike nach unten, ein Touch, um hier sozusagen den letzten Bullen auch rauszufedern, aus dem DAX rauszuholen. Und dann hoppala he, entweder hier dann nochmal mit exakter Punktlandung am 78er Level hier im Bereich 10.900 oder eben auch eine Etage tiefer. Das kann sich hier alles zwischen 10.900 und 10.650 Punkten hier abspielen, dass der DAX hier irgendwo eine Stabilisierung findet. Achten Sie dahingehend auf gewisse Umkehrmuster in Sachen Candlestick-Formation, bullische Divergenzen, also hier durch den MACD oder RSI. Da könnten Sie drauf spekulieren, dass wenn diese auftauchen, es durchaus hier dann noch nach einem kleinen Touch nach unten nochmal zu einer größeren Erholungsbewegung von mehreren 100 Punkten kommt. Das ist mal hier die theoretische Annahme. Die Pattern lösen sich auf, beziehungsweise das Gartley-Pattern löst sich auf, wenn wir hier ein neues Tief unter dem 8.7. machen. Das kann passieren. Unterhalb von 10.650 Punkten wäre hier die ganze Idee einer Erholung, einer Countertrend-Erholung in diesem Abwärtsimpuls völlig vom Tisch. Da müsste man das Ganze dann neu bewerten. Aber aktuell ist, wie gesagt, diese Möglichkeit gegeben. Grundsätzlich kann es auch vom aktuellen Level schon nach oben gehen. Das will ich nicht ausschließen, aber mir scheint, hier fehlt noch ein Bein nach unten, ein kleiner Spike nach unten. Und ich sagte ja schon hier A, B, C, D, da haben wir im Prinzip auch schon den Treffer gefunden. Da gibt es auch noch die Möglichkeit hier mit der 127er, ist die hier drin? Moment. 127,2 wäre das, was ich dann hier sehen will. Also es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, wie man hier Fibonacci verkomplizieren kann, in Anführungszeichen, aber das ist praktisch auch ein Level, was man hier im Augenschein haben sollte, und das trifft sich hier auch im Bereich 10.880. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es hier nochmal einen Spike nach unten gibt, der vielleicht gar nicht so stark ausfällt, nur das gestrige Tief nochmal zur Unterschreitung bringt. Und genau in diesem Punkt hier, ich würde sagen zwischen 10.800, 10.900 Punkten, da mal auf Umkehrsignale achten. Mit Stopp 10.650 könnte es dann hier ein schönes CAV nach oben geben, was dem DAX dann sozusagen weiter beflügelt, um hier kurzfristig ja, wieder eine Erholungsbewegung zu starten, die dann eben relativ deutlich ausfallen kann, sofern das Pattern aufgeht. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Also insofern, toi toi toi, schauen Sie mal hin, was der DAX noch macht, und wir schalten uns gegebenenfalls morgen nochmal dazu, beziehungsweise
geben dann nochmal einen schriftlichen, umfassenden Analysebeitrag dazu ab, je nachdem, was der DAX heute noch so treibt. Aber hier das mal zur aktuell sich darstellenden Gartley-Harmonie-Formation im DAX. Sieht ganz interessant aus. Ich wünsche Ihnen, egal was Sie auch tun, ein erfolgreiches Händchen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.